So, jetzt geht's wieder weiter mit Assassin's Creed 3 auf der PlayStation 3. Wir wollten heute nach New York gehen zu unserem Vater. Eigentlich habe ich gedacht, dass wir ihn töten wollen, aber irgendwie machen wir jetzt gemeinsame Sachen mit ihm. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Achilles ist ja irgendwie sehr stur, aber vielleicht können wir auf der Schnauze. Achilles holt uns wieder hoch. Einen Monat später. Okay, da wollen wir hin. Ja, oder wir hätten theoretisch. Auch. Aussichtsplattform machen. Müssen die Karte aufdecken. Ich glaube, das machen wir heute. Du musst es sein. Ich warte schon so lange. Ich weiß, wer die Verräter sind, und sie bringen Listen mit den Namen führender Patrioten zu den Rotröcken. Finde einen Weg, die Listen durch diese Fälschungen zu ersetzen. Dann geht die Rebellion weiter. Das war knapp. Das war knapp. Oh. Danke. Okay, verstehe ich nicht.
Ich bin euch ewig dankbar, Sir. Hm. Dies und das in allen Formen und Farben zum echten Schottenpreis. Wenn ihr völlig beglückt von meinem Angebot seid, dann habt ihr den Verstand verloren. Wenn ihr was für euer Glück sucht, dann sucht nicht weiter. Ihr habt es gefunden. Oh, nee, ne? Okay. Wo ist euer Anführer? Den bekommst du niemals. Er hat doppelt so viele Männer, doppelt so gut wie diese hier. Okay. Nein. Okay. Aber wie sind wir nicht gestorben? New York ist echt hart. Boston war einfacher.
Oh, schaust du an? Ja, das ist ein Buggy. Und zwei unserer Assassinenkumpel sind tot. Zwiebeln, Knoblauch, Süßkartoffeln. Okay, 2 von 4. Nein. Lol. War. War das nicht das Haus? Das war's. Was schwebt euch vor? So, ich will kaufen. Warten. Wir sind ja in New York. Meine Waffen. Warte mal, warte mal, warte mal. Können wir was verkaufen?
wäre das also? Hier sind echt viele Wachen. Das war's auch. Jetzt hätten wir mal kleine Waffen nehmen müssen. Nee, ich brauch das Langschwert. Keine Ahnung, wie teuer das wäre. Aber wir sind hier wieder undercover. Ich weiß, wer die Verräter sind, und sie bringen Listen mit den Namen führender Patrioten zu den Rotröcken. Finde einen Weg, die Listen durch diese Fälschungen zu ersetzen. Dann geht die Rebellion weiter. Freiheit ohne Kompromisse!
Diese Männer wurden des Hochverrats für schuldig befunden. Auf dieses Verbrechen. Ihr habt mich getan! Hört auf! Ihr seid alle irre! Willi. Dreihundert. 200 kostet das. Das ist wie doof. Der Langschwert ist irgendwie nicht so geil. Diese Männer wurden des Hochverrats für schuldig befunden. Auf dieses Verbrechen steht der Tod. Die Strafe wird unverzüglich vor diesen Zeugen vollstreckt. Ihr habt nichts getan. Hört auf! Weiter, oder wollt ihr Hey, ich glaube, ich werde sterben. Also ich will sterben. Weil, ja, ne Scheiß. Ganz ehrlich.
Männerhorden hochverraten. Gut, lass sehen, was du kannst. Hey, ohne Scheiß, wie kommt man hier hoch? Okay, falsche Ecke. Männer wurden des Hochverrats für schuldig befunden. Auf diese Verzögerung. Ich bin euch so dankbar. Dann will ich jetzt wieder sterben. Aber wir haben es geschafft. Das heißt also, es ist safe. Ey, ohne Scheiß. Man darf es nicht sagen. Man darf es wirklich nicht aussprechen. Wir haben es geschafft, aber wir sind dabei gestorben. Okay, jetzt weiß ich, was das... Haben sie dich geschickt? Wo warst du denn? Egal. Ich weiß, wer die Verräter sind. Sie haben Listen mit den Anführern der Patrioten. Wenn sie sie den Rotrücken übergeben, ist die Rebellion in diesem Teil der Stadt erledigt. Du musst sie irgendwie durch diese Fälschungen ersetzen.
Dieser Kerl geht mir auf die Nerven. Lass es mal. So. Haben wir. Nein! Es ist so dunkel. Na, ihr seid genauso viel wie ich.
befehligt euch. Hab ihn nie getroffen. Weiß nicht mal, wie er heißt. Ist äußerst verschwiegen, paranoid und misstraut allem und jedem. Bitte, töte mich nicht. Okay. Dann werden wir die Bettler los. Die Stadt ist ohne sie besser dran. Sind die gut abgerieben? Ja, keine Angst. Die sind mit Pocken vollgesaugt. Gut, beeilen wir uns. Diese Leichen stinken fürchterlich. Was muss ich hier machen? Achso. Okay, das wird wieder ein bisschen schwieriger. Aber wir haben den Süden schon rechts geklärt. Den Süden haben wir echt geklärt.
Bleib auf dem Boden, ja? Weißt du, was ich jetzt noch mache? Ich gehe noch zum anderen Türmchen. Aber leider sind da noch zwei Sachen drin. Einmal der Türmchen und einmal ein Zettelchen. Wie verstehe ich das nicht? Ah. Danke. Ich verstehe dich. Wann ist dein Boss das nächste Mal wieder hier? In ein paar Tagen. Lass mich gehen, bitte. Ja. Okay. Hier wollten wir schon ausmachen.
eigentlich. Nein. Der Bastard ist da drüben. Ey, ohne Scheiß. Manchmal verstehe ich die Physik hier nicht. Hier oben machen wir den Part zu Ende. Also ich bedanke mich, wünsche euch schon einen schönen Tag und nicht vergessen, Support zu geben, Däumchen hoch und runter lassen. Morgen werden wir weiter gucken, wo wir hin wollen. Ja, und dann mal gucken. Also bis morgen. Tschüss. You